Tag, Kinders! Da bin ich endlich wieder in gewohnter Umgebung und heute habe ich mir mal sowas Lustiges, was heißt Lustiges, ausgedacht. Ich weiß überhaupt nicht, ob es schon mal jemand vor mir gemacht hat. Und zwar habe ich meine Kunstmappe von der 1. bis 4. Klasse gefunden aus meiner Grundschule und dachte mir, ich gucke heute mal mit euch zusammen meine alten Bilder an, was ich so im Kunst gemalt habe. Bevor das Video losgeht, hätte ich nur eine kleine Frage an euch. Hättet ihr auch mal Bock, dass ich euch mal Kinderbilder von mir zeige? Beziehungsweise aus einem alten Fotobuch von meiner Familie Kinderbilder von mir raussuche und euch die mal präsentiere und wir zusammen darüber lachen, wie ich früher aussah, wir zusammen darüber reden, was der Timmy früher für ein kleiner Penis war. Dann lasst dem Video einfach einen Daumen hoch, dann mache ich das auch mal. Aber lasst uns jetzt mal erstmal hier ein paar Kunstbilder von mir anschauen. Ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich in Kunst immer eine 1 hatte, aber die Bilder, die wir jetzt gleich sehen, okay, ich war ja auch ein Grundschüler, sind nicht so geil. Oh, Leute, kennt ihr das noch? Diese Schattenbilder, wo man seinen Kopf mit dem Overhead-Projektor irgendwie an die Wand produziert hat und dann einfach den Linien entlang gegangen ist und seinen Schädel nachgezeichnet hat. Alter, was hatte ich denn früher für einen Schädel? Schaut euch das mal an! Nee, hier oben so ein Alpfeifer-Härchen, was ist das? Naja, auf jeden Fall sah ich ziemlich komisch aus. Oder der Typ, der es für mich abgezeichnet hat, hat sich irgendwie mit den Linien ein bisschen vertan. Oh, dann haben wir hier direkt auch ein schönes Silvesterbild. Das haben wir bestimmt vor Silvester gemacht oder nach Silvester. Oder ist es kam? Nee, ist es Silvester? Ja, früher noch mit dem Wachsmalstiften und dem, hier sag schon, Wasserfarben. Das hat schon Spaß gemacht. Was sagt ihr? Schreibt mal in die Kommentare, ob das cool ist. Ich glaube, da war ich in der 2. oder 3. 3A Timo. Ah, in der 3. war ich da. 3A Timo. Wow. Ach, und das kennt ihr bestimmt auch noch. Das hat bestimmt jeder in der Grundschule gemacht. Diesen Baum, den man irgendwie nur mit Tupfpunkten gemacht hat. Mit Kirschen sollen das wahrscheinlich sein. Und Blätter, aber es sind alles nur Punkte. Und das habe ich in der... Nee, dafür habe ich eine 3 bekommen. So viel zum Thema, ich habe immer eine 1. Was sagt ihr? Kennt ihr das noch? Habt ihr das auch gemacht? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch so Bilder gemacht habt mit diesen Punkten. Ach, guck mal hier, da war der Timmy ein kleiner Fußballfan. Da habe ich schön mit Wachs... Oh, hier, Deckfarbe. Diese weiße Deckfarbe. Könnt ihr euch noch erinnern? Diese Tuben, die man immer an der Seite von dem Wasserfarbkasten hatte. Diese Deckfarbe, die jeder todesgefeiert hat, die auch so komisch gestunken hat. Habe ich einen schönen Fußballer gemacht. Den habe ich dann schön mit Buntstiften wahrscheinlich ausgemalt, draufgeklebt. Und, welche Klasse war das? Steht nicht drauf. Was sagt ihr? Süß. Oh, jetzt haben wir Dings. St. Martin. Da habe ich schön gemacht, wie der St. Martin auf seinem Pferd mit den Kinners zusammen durch die Häuser zieht und überall ein paar Süßigkeiten klären will. Kennt ihr das noch, wenn man immer früher von Tür zu Tür gelaufen ist und am Ende so einen Sack voll mit Süßigkeiten hatte? Ich frage mich, ob das heute überhaupt noch so krass gemacht wird wie früher. Wir konnten die Lieder auch alle immer komplett auswendig und hatten nach dem St. Martin-Zug immer so einen rauen Hals, weil wir den ganzen Tag singen mussten, um diese scheiß Süßigkeiten zu bekommen. Mars, Twix und am schrecklichsten waren natürlich immer die Leute, die dir eine Orange gegeben haben. Ich will Süßigkeiten und keine Orangen. Aber schönes Bild. Für einen kleinen Timmy, schön. Ah, was haben wir hier? Froschkönig. Hier, sag schon. Küss den Frosch, Froschkönig. Ob man das jetzt so wirklich erkennt, weiß ich nicht. Das soll auf jeden Fall nicht in der Brunnen sein. Da der Frosch, der auch direkt ins Grün mit dem Baum eingeht, dass man den Frosch eigentlich schon fast gar nicht mehr sieht. Und hier ist die Prinzessin. Naja, für ein kleines Kind ist es okay. Toll, ein Spinnennetz. Oh, das ist aber schön. Ich glaube, das würde ich mir sogar heute noch aufhängen. Auch wieder so getupfte Blumenvase. Habt ihr das eigentlich auch gemacht? Diese Tupfdinger haben, glaube ich, viele gemacht, weil das ist, glaube ich, das Einzige, was ziemlich cool aussieht, wenn du als Grundschüler so Kunstsachen machst. Obwohl man auch sagen muss, dass es viele Grundschüler gibt, die richtig geil zeichnen können. Naja, ich war dann eher doch mittelmäßig. Aber ich meine, mich entsinnen zu können, dass ich immer eine 1 hatte. Was sagt ihr? Schön, oder? Der Timmy und seine Vase. Ein Heißluftballon mit einem Tee, ganz viel Tee. Aber was sollen die essen? Timo, super, oder was? Heißluftballon, oh mein Gott, diese Farben, die machen mich so verrückt. Süß auf jeden Fall. Ach, und guck mal, hier sieht man, dass ich natürlich auch schon früher der krasse Hipster war mit meiner Eule, ja? Schöne Augen hatte, ich meine, für einen Grundschüler ist das schon ziemlich geil gemacht. Ich war also früher schon der Hipster, super tolle Eulengangster, deswegen könnt ihr mir nicht sagen, ich bin Trendgänger. Was haltet ihr von meiner süßen Eule? Hänsel und Gretel, wer erinnert sich an das Knusperhäuschen? Musstet ihr das eigentlich auch mal in der Grundschule?
Boah, diese Wachsmalstifte, ey, damit kann man doch eigentlich nur Scheiße zeichnen, oder? Das sieht aus wie ein Haufen Scheiße. Mit einem bisschen Pisse drin, die gelben Dinger hier. Aber komm, ich war Grundschüler und mir hat wahrscheinlich jeder gesagt, dass es schön aussieht. Deswegen, das ist gerade so ein Flashback für mich wieder in der Grundschule. Da ich erinnere mich immer wieder daran, wie wir immer diese Aufgaben... Auch könnt ihr euch noch daran erinnern, wenn man Laternen gebaut hat? Das war immer übergeil. Kurz vor St. Martin immer die Laternen bauen in der Klasse. Das hat mega Fun gemacht. Also wenn das eine Meerjungfrau sein soll, dann weiß ich auch nicht, Leute. Das sieht aus wie ein grünes Monster, das eine Meerjungfrau aufgefressen hat und dadurch irgendwann die Flossen bekommen hat. Aber es hat Haare. Vielleicht hatte ich ja nur noch grün in meinen Wachsmalfarbkasten, dass ich eine grüne Meerjungfrau... Alter, was ist das? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob das eine Meerjungfrau ist. Das kommt davon, wenn du zu viel mit deinen Wachsmalstiften rumspielst, dass du dann am Ende nur noch grün hast. Boah, geiler Igel! Der sieht geil aus, oder? Also den feiere ich gerade. Ist das echt der beste Name der Welt, noch besser als Georg? Timo. Mein bester Freund früher hieß Georg. Wahrscheinlich habe ich das dahin geschrieben. Aber ey, cooler Igel, oder? Dafür, dass in der 4. Klasse gemacht wurde, kann ich mich nicht beschweren. Also, der Igel, der hat so geile Farben. Ich glaube, ich hänge mir das sogar auf. Ein paar hingeschissene Blumen. Naja, ob das ein Fisch ist, ich weiß es nicht. Ich glaube, das sollte mal ein Löwe werden. Hatte dann wahrscheinlich die Lust verloren. Dem fehlen auf jeden Fall Auge, Mund und alles. Es ist einfach nur grün und orange. Aber ich denke, da ich ja schon früher ein Löwenfan war, selbst in der Grundschule, sollte es wahrscheinlich ein Löwe werden. Vielleicht male ich es noch zu Ende. Ach, das war ja cool. Könnt ihr euch an sowas noch erinnern? Ein Bild raussuchen und dann das drumherum malen. Das sind zwei Hippos, glaube ich. Oder ein Hippo? Nee, zwei Hippos. Oh, eine Hippo-Mama mit ihrem Hippo-Baby. Oh. Und dazu habe ich dann halt die Wildnis da gemalt mit einem Krokodil, das irgendwie kleiner ist als ein Hippo. Ist ja auch, glaube ich, echt so. Ein Delfin, oh mein Gott, ey. Das war nicht so. Unterwasser-Korallenspaß! Ist das Frau Holle? Oder was ist das? Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was das darstellen soll. Brötchen, eine Frau backt Brötchen. Und oben bestimmt ist das... Oder der hier, wie heißt es nochmal? Der Münzen, wo die Münzen vom Dingens kommen, vom Himmel. Schreib's mir mal in die Kommentare. Juch, Alter, eine Riesenhexe! Was ist denn da los? Okay, die sieht auch echt scheiße aus. Hast du gut hinbekommen, Timmy. Habt ihr auch so Hexen gemalt, Alter? Was hat die im Maul? Ich glaube, die kotzt, Alter. Guck mal. Alter Schwede, ist das lustig, sich mal so alte Sachen anzugucken. Ein Feudino. Guck mal, habe ich nur extra unten Feudino hingeschrieben. Wie süß. Ja, das war's aber auch schon. Das waren die letzten Bilder, die ich gefunden habe. Was haltet ihr davon? Schreibt mir mal in die Kommentare, welches Bild euch am besten gefallen hat. Oh Mann, ich hoffe, das hat euch mal gefallen, so ein lustiges Video. Was heißt, ist ja nicht unbedingt lustig, ist einfach mal cool zu gucken, was der Timo so in seiner Kindheit gemalt hat. Ja, und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn ihr auch Bock habt, dass ich mal ein paar Kinderbilder von mir rausgroße. Und wir uns mal angucken, wie ich so früher aussah. Würde mich echt mal interessieren, ob ihr Bock habt, euch den kleinen Timmy mal anzugucken. Das war's mit dem Video. Rechts von mir kommt ihr zu meinem letzten Frage- und Antwort-Video. Da beantworte ich viele Fragen noch in Ägypten. Geht auch um mein Gewicht, geht um alles, geht um Pi, geht um Pa und um Po sogar. Und links von mir kommt jetzt zu meinem letzten Follow My Around. Der ist richtig cool geworden. Mit Dagmara ist er. Wir sind Jetski. Wir sind auf dem Quad. Wir sind unter Wasser, wir sind auf Kamelen, wir sind unterwegs in Ägypten. Schaut rein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann am Dienstag, wahrscheinlich mit Melina. Ciao.